Herzlich willkommen auf Kaptorga bei Geschichtsnerdismus mit André. Nachdem wir in der letzten Woche uns mit der Belagerung von Neuss beschäftigt haben und versucht haben, uns diesem ganzen Geschehen, dieser beinahe vergessenen Belagerung anzunähern und uns daran entlang zu arbeiten, wie so eine Belagerung funktioniert, kommt heute die Gegenseite. Ich habe im Video letzte Woche bewusst so ein paar Dinge ausgelassen. Also ich habe so grundsätzlich das Reichsaufgebot erwähnt, aber bin nicht sehr ins Detail gegangen, einfach weil ich das jetzt tun möchte. Ich möchte mir anschauen, wie eine Stadt im Krieg ist. Nicht ein Krieg, der direkt an der Stadt ist. Neuss war ja nun wirklich im Krieg, ein Jahr lang wurde es belagert, aber die anderen großen Städte des Reichs waren ebenfalls im Krieg und zwar in einer viel typischeren Situation. Und diese Situation will ich mir mit euch gerne mal anschauen. Es fängt damit an, die Wehrverfassung einer Stadt. Vor allem eine spätmittelalterliche Stadt hatte eine Wehrverfassung. Frankfurt am Main zum Beispiel hatte zwei eigene Behörden. Das klingt jetzt größer als es ist. Man darf ja jetzt nicht so ein modernes Ordnungsamt oder sowas denken, sondern es gab einen Beauftragten mit mehreren Helfern. Und zwar war das zum einen mal der Schützenmeister. Der war für alles innerhalb der Stadt zuständig. Der Name kommt von den Schützen, die er beaufsichtigt hat. Manchmal ist das auch im Dialekt auch zum Schutzemeister geworden und dann eine Art Schutzmeister, aber es kommt tatsächlich vom Schützenmeister. Und es gibt den Reidemeister, das ist der für alles außerhalb zuständig ist. Das bin ich mir gar nicht sicher, ob es von Reiten kommt. Ich nehme es aber mal an, also die Söldner, die man rausschickt. Außerdem hat die Stadt einen Pilemarker, ein Pfeilmacher, ein Armbruster in ihren Diensten gehabt. Der durfte auch als Handwerker arbeiten, war aber verpflichtet, seine Werke der Stadt zuerst anzubieten, zu bestimmten Preisen. Und was die Stadt nicht haben wollte, durfte er selbst verkaufen. Und es gab einen Büchsenmeister, für den galten dieselben Konditionen. Der hat eben auch Büchsen und Schusswaffen hergestellt. Die waren fest bei der Stadt angestellt, da man einfach immer entsprechende Handwerker in seinen Diensten hatte. Außerdem hatte so eine Stadt diverse Schutzmechanismen. Eine, die uns sofort in den Sinn kommt, ist die Stadtmauer. Hier ist ein Bild aus dem 16. Jahrhundert. Das zeigt aber ganz gut Frankfurts Verteidigungsanlagen, und zwar während der Belagerung von 1552. Da wurde Frankfurt mal ganz ordentlich belagert. Hat auch geschafft, diese Belagerung abzuwehren. Und wir gucken gleich noch im Detail, aber im Groben können wir hier schon ein paar Dinge sehen. Ich hole nochmal meinen Zeigefinger hervor. Da. Also wir haben hier natürlich in dem... Ja, toll, ist wieder dahinter. Irgendwann lerne ich das noch, dass der ganz oben sein muss, damit er über den anderen Bildern liegt. Jawohl. Der Main ist natürlich hier so eine wichtige Landmarke. Und dann haben wir auf beiden Seiten eben diesen Mauerring, der auch ähnlich wie wir es in Neuss gehört haben, mit wasserführenden Gräben verstärkt war. Das gucken wir uns gleich noch im Detail an. Um mal hier ins Detailbild reinzugehen. Da haben wir einen Ausschnitt. Wie gesagt, es ist während einer Belagerung. Wir haben hier eben die Mauer mit Halbschalentürmen, mit ganzen Türmen. Wir haben davor eine zweite Mauer, die im Prinzip diesen Wassergraben begrenzt. Für uns erstmal merkwürdig. Für uns wäre der erste Gedanke, da finden die Angreifer ja Schutz. Offensichtlich war das keine taktische Überlegung. Man hat offenbar von den Städten auch den Bereich mit Schusswaffen kontrollieren können. Wenn wir uns eben mal so ein Tor anschauen, dann hat das genau wie wir es in Neuss gesehen haben, immer ein Vorwerk und ist im Prinzip eine Art Festungsanlage. Anders als in Neuss haben wir hier einen Bereich um die Stadt, der durchaus für Gärten und Ähnliches genutzt wird. In Neuss hatten wir eben die Situation, dass da weite Teile mehr oder weniger unpassierbar waren durch Wasser und sumpfige Wiesen. Hier ist das offenbar nicht ganz so. Vor dieser Hauptmauer haben wir nochmal eine kleinere Mauer. Dahinter sieht man die Verteidiger stehen. Also hier auch einen doppelten Mauerring, teilweise sogar mehrfach, weil es noch innerstädtische Mauern gab. Und hier oben kann man sogar schon so einen relativ modernen Wehranlage für Kanonen erkennen. Wir haben hier auch Verstärkungen mit solchen erdgefüllten Körben und solchen Dingen. Auch hier bei der Kanonenstellung haben wir so etwas. Also wir haben hier offenbar eine Stadtmauer im Kriegszustand. Und da möchte ich eine kurze Textstelle vorlesen, denn wir haben hier eine Beschreibung, was dann passiert. Um 1500 gibt es eine Verordnung des Rates.
Die Sachsenhäuser sollen sich kriegsbereit machen. Es sind wohl Feinde in der Umgebung gesehen worden. Den Zustoßern, das ist, sind im Prinzip die einfachste Klasse der städtischen Kämpfer, das sind die, die mit dem Spieß ausgestattet sind, also die Ärmsten derjenigen, die die Stadt verteidigen müssen, die unterste Schicht des Bürgertums. Den Zustoßern war Kleidung zu geben. Körbe wurden oben auf den Warten aufgehängt, damit man Verfolgte daran emporziehen könnte. Ein Knecht hatte ständig bei dem Gämperlein der Alarmglocke zu wachen. 120 laufende Knechte wurden bereitgestellt. Ein Verzeichnis der tauglichen Büchsenschützen wurde angelegt, Wagen bereitgehalten und Handwerker streiften in Führung von Ratsmitgliedern um die Stadt herum. Also, man merkt, es gibt da eben besondere Regeln. 1503 gibt es dann einen Kurfürstentag und für den veranlasst die Stadt als Schutzmaßnahmen, dass auf dem neuen Brückenturm und im Pfarrturm am Tag und am Nacht je ein Ratsherr und zwei Bürger anwesend waren. Von den Zünften hatte immer die Hälfte auf Wache zu sein. Der oberste Richter sollte aus ihnen 60 bis 80 Mann, die den schönsten Hanich hätten, aussuchen beim Einreiten der Fürsten am Friedberger Tor sein. Desgleichen 60 bis 80 Bewaffnete an der Affenpforte, je 10 Mann an der Galgen- und an der Echersheimer Pforte und zwar 6 Tage an der Pforte und nachts auf dem Römer und je 2 Tage und Nächte auf dem Turm. Auf dem Friedberger und Affenpforte sollten je 8 hüten, 6 am Tag an der Pforte und so weiter und so fort. Als Schrittwache sollten je 10 vor das Rathaus und St. Katharinen und 8 vor St. Martha kommen. Also man sieht hier an, so dass ja im Fürstentag, wenn die Kurfürsten sich treffen, vermutlich ähnlich bei den Messen, werden die der Stadt zur Verfügung stehenden Bürger zu einem Kriegsdienst gebracht und stehen tatsächlich bereit. Also wir haben es gibt eine andere Quelle. Während eines Besuchs des Kaisers, da stehen 60 Mann im Hof des Rathauses bereit, falls es irgendwo Ärger gibt. Das sind schon in Hanich ziemliche Mengen. Darüber hinaus hat die Stadt Wächter und Pförtner und Grabenfeger. Die Wächter, das sind ja, Nachtwächter ist ein späterer Begriff, haben wir nicht, aber es sind eben die, die an bestimmten Toren Wache halten. Die Pförtner wiederum sind wirklich speziell Torbedienstete, die wirklich für das Tor nur zuständig sind. Die Wächter haben ein paar Aufgaben mehr. Die Grabenfeger sind für die Wassergräben zuständig. Sie sollen ausdrücklich das Wasser in Bewegung halten und irgendwelche Anschwemmungen auflösen. Ist wieder ganz spannend. Zum einen würde es natürlich Brackwasser bilden, was wieder der Hygiene abträglich ist. Also hier ist das in Wasser in Bewegung zu halten auch eine Hygienemaßnahme. Zum anderen wird es natürlich dauerhaft auch die Überwindung erleichtern. Ich wollte die Stadtmauer erst noch machen. Da haben wir als Details der Stadtmauer haben wir natürlich Türme und Tore. Hier haben wir das erhaltene Echenheimer Tor. Lustigerweise heißt das Dorf dazu Echersheim, aber ist egal. Das ist so ein großer Torturm, einer der größten, die wir in Frankfurt hatten. Und auf dem Plan, den wir eben gesehen haben, sieht dieses Echenheimer Tor eben so aus. Kann man gut erkennen. Da gibt es noch eben dieses Vorwerk und alles. Da haben wir so ein typisches Tor, auf dem dann eben im Turm Wächter oder Turmwächter sitzen oder Türmer und unten eben die Pförtner ihrer Arbeit nachgehen. Da gibt es auch spezielle Regeln, wann und wie die das Tor öffnen dürfen, zu welcher Uhrzeit. Also das ist durchaus größer geplant. Dann hatte Frankfurt natürlich eine wichtige Brücke über den Main. Auch diese Brücke ist wie das ist jetzt nicht mittelalterlich als Quelle, aber ein späterer Stich. Aber sieht man auch einen mächtigen Torturm, der diese Brücke sichert. Und außerhalb der Stadt gibt es dann die Landwehr. Hier haben wir mal Frankfurt mit seinem Territorium. All dieses Rötliche ist das Territorium, das zu Frankfurt dazugehört. Teilweise ist es auch umstritten. Also im Süden der Stadtwald, da gab es immer wieder Auseinandersetzungen mit anderen Herren, die das für sich beanspruchen. Also das ist nicht unumstritten. Und wir haben hier zwei große Adlige. Wir haben einfach den Landgrafen von Hanau, dem gehört dieses Gebiet. Und wir haben das Kurfürstentum Mainz. Also der Erzbischof von Mainz ist gleichzeitig der Kurfürst. Das ist das andere. Und dazwischen ist Frankfurt. Und deswegen ist Frankfurt auch so merkwürdig ausgeformt. Das ist hier oben, das hier so merkwürdige Auswüchse in der Landzunge liegt einfach daran, dass Hanau sich dazwischen geschoben hat und versucht hat zu verhindern, dass Frankfurt eine starke zusammenhängende Landmasse bekommt. Wenn ich das Ganze nochmal ein Detail vergrößere, dann sehen wir die eigentliche Landwehr. Denn dieser grüne Streifen hier drumherum, das ist die Frankfurter Landwehr. Das liegt so ein paar, ja, anderthalb bis
maximal 3 Kilometer vor der Stadt und bildet eben nochmals einen Schutzwall. Und diese Landwehr und auch die Dörfer, die darin liegen, diese Dörfer gehören alle zur Stadt Frankfurt und werden von Amtleuten verwaltet. Und diese Amtleute, das sind meistens Ritter aus der Umgebung, die, ja, das ist so schön, dass in den Quellen selbst Tritt oder selbst Viert der Stadt dienen. Das bedeutet, dass sie nicht alleine dienen, sondern eben noch ein paar andere mitbringen. Es gibt auch ein berühmtes Motiv, die Anna selbst tritt. Das ist immer die Darstellung des Jesuskindes und Maria und der Mutter Mariens, Annas. Da haben wir den Begriff Selbsttritt in der Kunstgeschichte ganz häufig. Aber eben diese Ritter Selbsttritt oder Selbstviert haben langfristige Verträge mit der Stadt und besetzen dann die Befestigung. Diese Befestigung, also erstmal die Landwehr besteht aus einem Gebück. Da gibt es leider nur dieses relativ schlechte Bild einer Rekonstruktion. Ein Gebück ist eine besondere Hecke. Da werden entsprechende Gewächse, wie zum Beispiel Haselsträucher, immer wieder nach innen gebogen und immer wieder, verfilzt, um eine möglichst stabile Hecke zu bekommen. Und sehr berühmt ist das Rheingauer Gebück. Die ganze Landschaft im Rheingau wurde durch ein Gebück gesichert. Ein mehrere Meter dicker, dichter eine Hecke. Und das war im Prinzip eine natürliche Mauer. Da durchzukommen geht schon, einfacher als durch eine Steinmauer, aber es kostet Zeit. Und die Rheingauer haben das irgendwann bei einem Angriff genutzt. Die Gegner haben sich da durchgehackt und durchgebrannt. Und als sie durch waren, stand auf der anderen Seite das Rheingauer Heer und hat sie in Empfang genommen. Diese Ritter aus der Umgebung, die da eben ihren Dienst tun, das ist das, was man als Heckenritter kennt. Das Gebück im Englischen ist eben Hedge. Und die Ritter, die da dienen, das sind Hedge Knights. Also es ist nicht so, dass die so arm sind, dass sie irgendwie in der Hecke pennen müssen, sondern die sind so arm, in Anführungszeichen, dass sie in solche Dienste treten müssen. Diese Ritter werden gut bezahlt. Also die Summen, die da bezahlt werden, sind ganz ordentlich. Das ist kein schlechtes Auskommen. Und in dieser Hecke wird eben noch geschützt durch Warten. Hier haben wir die Friedberger Warte. Die sind noch, ich glaube, bis auf eine Ausnahme sind alle Frankfurter Warten noch erhalten. Also Warten sind keine Tortürme, wie der Turm, den wir eben hatten, sondern liegen eben außerhalb der Stadt und schützen das Umland. Oder eben solche Wehrhöfe, wie hier der Wehrhof Goldstein. Das war direkt ein Teil des Gebücks. Also das ist eine städtische Festung, die Landwehr schützt. Oder ein weiteres Beispiel im Norden, der Kühhornshof. Das sind jetzt solche Festungsanlagen verschiedener Größe, die diesen Hedgeknights, diesen Rittern aus der Umgebung, eben überantwortet werden. Da sitzen die mit ihrem Gefolge und schützen die Umgebung. Zu diesem Gefolge und generell gehören auch berittene Söldner. Das war ein ganz wichtiger Punkt der Stadt. Diese berittenen Söldner sollen einfach die Landschaft sichern, sollen Straßenüberfälle verhindern oder ähnliches als schnelle Eingreiftruppe. Und im Schnitt im 14. bis 16. Jahrhundert, kann man das ganz gut so festlegen, hat Frankfurt immer etwa 30 dieser Söldner, nicht die Ritter, die werden extra gezählt, 30 solche Söldner unter Vertrag. Das ist so die durchschnittliche Summe. Es sind manchmal über 100, weil gerade eine Fehde am Laufen ist. Manchmal sind es deutlich weniger, aber so im Schnitt würde ich sagen, etwa 30 Söldner haben die unter Vertrag. Die Anzahl der Fehden ist auch teilweise enorm hoch. Zwischen 1380 und 1440 hat Frankfurt nicht weniger als 180 Fehden geführt. Nicht alle haben sie angezettelt. Oftmals, also in den meisten Fällen, waren sie der Angegriffene. Irgendein Ritter aus der Umgebung hat ihnen die Fehde erklärt. Oftmals waren sie auch gar nicht direkt beteiligt, sondern waren über Bündnisse mit anderen Städten daran beteiligt. Aber ab und zu hat Frankfurt auch selbst die Fehde erklärt. Gerade so was Raubritter angeht, haben sie das gerne gemacht, haben sich damit leider im Kampf gegen die Kronberger furchtbar auf die Nase fallen lassen. Das war keine sehr glorreiche Entscheidung, sich da in die Fehde zu begeben. Aber 180 Fehden in 60 Jahren ist schon eine ganz schöne Menge. Und daran sieht man, dass eine Stadt wie Frankfurt eben auch Bedarf hat an solchen Söldnern, an irgendwelchen Schutzleistenden. Und mit dieser relativ eindrucksvolle Maueranlage um die Stadt selbst herum und dieser Landwehr zusammen haben sie natürlich einen gewissen Schutzbereich. So dass die Landwehr, nehmen wir wieder das Beispiel von Neuss, das Heer von Karl dem Kühnen zum Beispiel fegt so eine Landwehr einfach weg. Das ist kein Gegner. Das ist wunderbar, um kleine Banden
wären, aber wenn jetzt tatsächlich ein so großes Heer auftaucht, dann wird so eine Verteidigungsanlage eher selber niedergelegt, anstatt sie dem Feind zu überlassen. Sie hat überhaupt keinen Nutzen gegen ein großes Heer. Dazu war sie auch gar nicht da. Da ist die Stadtmauer tatsächlich die Verteidigungslinie. Gegen die Fehden der umliegenden Ritter und sowas ist allerdings so eine Landwehr durchaus nutzbar, und dadurch, dass es relativ engmaschig ist, kann man damit seine direkte Umgebung ziemlich gut sichern. Das ist das, was so eine Stadt an Kriegsbehörden hat, an ständigen Dingen. Also selbst während der Fehde, also während Kriegs zu Neuss, hat Frankfurt noch seine eigene Mauer verstärkt, hat da die arbeitende Bevölkerung herangezogen, um sie auszubessern. Also das sind Dinge, die sind nicht einfach irgendwann mal im Hochmittelalter gebaut worden, dann immer noch da, sondern solche Mauern wurden tatsächlich ständig angepasst und ständig modernisiert. Auch so etwas wie die Hecke, das Gebück braucht eine ständige Pflege, und dementsprechend, wenn wir da eben lesen, es gibt mehrere Kriegsbehörden, dann ist das gar nicht so verwunderlich. Dann haben wir Verordnungen, was die Frankfurter Bürger an Kriegs Material zu haben, was sie vorrätig halten müssen. Das ist erstmal zwei Begriffsdefinitionen. Wir haben den vollen Harnisch in diesen Aufzeichnungen. Der besteht aus einem Isenhut, also einem eisernen Hut, kann fast jede Art von Helm sein. Koller, das ist der Panzerkragen. Panzerrucke und Krebs, das ist jetzt etwas anders als in dem Video, das ich mit Mathis Herzer gemacht habe über die Söldner. Da haben wir noch gesagt, in thüringischen Quellen meint der Krebs tatsächlich den vollen Torso. Hier ist das offensichtlich anders. Hier werden Panzerrücken und Brust, also der Krebs, getrennt voneinander genannt. Dann das Armgewand, also Armzeug. Handschuhe und verschiedene kleine Teile. Das steht da so. Und dann gibt es das Trabegeschirr, manchmal auch Trabeharnisch. Der besteht aus dem Isenhut oder Beckenhaube. Da könnte man vermuten, dass die Beckenhaube vielleicht hier ein visierloser Helm ist, im Gegensatz zur Beckenhaube, wie sie historisch, also was wir heute als Beckenhaube bezeichnen und 60 Jahre vorher etwa als Helm aufgekommen ist. Den Krebs, also nur die Brust, den Koller und Armschiene oder Armgewand. Also hier werden zwei unterschiedliche Rüstungen genannt. Armschiene könnte so ein Splintenarmzeug sein, das wirklich nur an der Außenseite des Arms ist. Aber das ist jetzt auch Vermutung. Und in der Verordnung steht entweder Spießbüchse oder Helmbarte. Das Ganze wird dann nochmal unterteilt nach Vermögen. Normalerweise so ab 30 Gulden zu versteuerndes Einkommen die Grenze. Das ist gar nicht so viel, erstaunlicherweise. Das ist ungefähr ein Halbjahreslohn eines guten Handwerkers. Wir reden hier aber im Prinzip von zu versteuerndem Einkommen. Da wird sehr, sehr viel weggenommen. Also der Wert des Hauses zum Beispiel wird rausgenommen. Vorräte werden rausgenommen. Es werden ganz viele Dinge nicht gezählt. Wenn man dann über 30 Gulden kommt, dann muss man einen Harnisch oder ein Trabegeschirr vorrätig halten. Darunter ist man dann eben einer dieser Zustoßer. Dann hat man eine relativ einfache Ausstattung und einen Spieß. Wenn man über 100 Gulden kommt, dann muss man nicht nur selber einen Harnisch besitzen, sondern muss auch noch ein Trabegeschirr besitzen, um einen anderen auszustatten. Über 400 Gulden muss man einen Harnisch besitzen und zwei Trabegeschirre haben, und über 1000 Gulden einen Harnisch und drei Trabegeschirre. Und da wundert es auch gar nicht, dass wir in Häusern wohlhabender Bürger, in Testamenten zum Beispiel, regelrechte Waffen- und Rüstkammern vorfinden, in denen auch gerne mal mehrere Panzerhemden, also Kettenhemden, mehrere Trabegeschirre oder so ähnliches aufgeführt werden. Panzerhemd, also was wir heute als Kettenhemd oder Ringpanzer bezeichnen, das kommt hier in den Verordnungen kaum noch vor, weil das veraltet ist. Das wird bis ins frühe 1500 ausdrücklich genannt, und dann verschwindet es. Dann wird auch tatsächlich ausdrücklich gesagt, dass es nicht mehr ausreicht, um die Anforderungen zu erfüllen. Taucht immer noch auf, zum Beispiel getragen unter einer Brustplatte als zusätzlicher Schutz, aber die städtischen Anforderungen werden mit einem Panzerhemd nicht mehr erfüllt. Dann gibt es auch durch die Zünfte regelmäßigen Beschau dieser Rüstung und zumindest auf dem Papier empfindliche Strafen bei Zuwiderhandlung. Wir werden später noch hören, dass das wohl gar nicht so unfassbar erfolgreich gewesen ist. Insgesamt hat Frankfurt eben bei der Verbesserung der Mauer, zieht es sämtliche wehrfähigen Männer heran, auch aus den Dörfern, und kommt auf eine Summe von etwa 1300 wehrfähigen Männern. Davon sind laut Liste 187 Berittene. Das sind zum Beispiel Patrizier. Patrizier haben ja das Selbstverständnis, adlig zu sein, reiten eben auch in die Schlacht.
Das ist das, was so eine Stadt aufbieten kann. Und im Fall von Neuss, das ist ungefähr halb so groß wie Frankfurt, sind es auch die Zahlen, an die wir ungefähr herankommen. Also es ist relativ realistisch. Die Nichtberittenen in Frankfurt waren fast ausschließlich Büchsen. Das ist bei den Städten relativ häufig anzutreffen, dass wir eine sehr, sehr große Anzahl von Schützen haben. Und ab 1430 haben wir neben den Armbrustschießständen auch zwei Schießstände für Büchsen und Mitte des 15. Jahrhunderts haben wir dann eben diese zwei Büchsenschütze und 12 Armbrustschießstände. Dazu kommt dann noch ein weiterer für Patrizier. Also wir haben alles in allem 15 Schießstände um die Stadt herum, die von den Bürgern genutzt werden. Und alle 14 Tage sind diese Bürger verpflichtet, hinauszugehen und zu schießen. Wir wissen aus anderen Städten zum Beispiel als Ziel ein Papagei, also keinen echten, sondern so ein Holzpapagei oder Holzadler oder solche Dinge. Was uns wiederum sagt, dass gezielt geschossen wurde. Es ergibt wenig Sinn, auf einen Adler oder Papagei zu schießen, wenn es reines Glücksspiel ist und man nicht gezielt schießen kann. Es ist mit Büchsen ja generell so, dass man zum einen in die Masse schießen kann. Ein großer Verband von Büchsenschützen kann einfach geradeaus schießen. Oder ich mache gezieltes Schießen. Da können wir auch verschiedene Anschläge der Waffe, also ob ich sie unter den Arm klemme oder auf die Schulter lege und solche Dinge, das können wir auf Bildern ganz gut unterscheiden. Und der Rat gibt für dieses Schießen, das er fordert, allerdings auch etwas zurück. Er gibt zum einen Wein als Genussmittel und er gibt Hosenstoff als Preisgeld. Hosenstoff, also wer sich mit mittelalterlicher Mode oder spätmittelalterlicher Mode auskennt, weiß, wie die Hosen, diese engen Hosen, wenn da der Stoff nicht wirklich taugt, dann wird er wahnsinnig schnell in Mitleidenschaft gezogen und reißt auch gerne mal. Deswegen ist Hosenstoff etwas, wo heutige historische Darsteller jubeln würden, wenn sie einen ausdrücklichen Hosenstoff gewinnen würden. Also ich würde es zumindest tun. Damit haben wir jetzt die Stadt als die Kriegsvorbereitung quasi abgeschlossen. Da haben wir aus verschiedenen Quellen alles, was wir über eine Stadt wissen, und das ist tatsächlich jetzt nicht speziell auf Frankfurt am Main, sondern so können wir uns viele, viele andere Städte zu dieser Zeit auch vorstellen. Ich habe jetzt die Quellen eben für Frankfurt herausgesucht, aber das ist die Grundsituation. Das hat auch seine Gründe, denn es gab auch vor Karl dem Kühnen mehrere Dinge, vor denen eine Stadt sich hüten musste. Zum einen hatten wir die Hussitenkriege im frühen 15. Jahrhundert, bei der eben böhmische Aufständische bis ins Reich hineingedrungen sind. Bei Regensburg haben sie noch gekämpft. Also das war schon so für die Städte, da ist ein deutlicher Feind. Und jetzt gibt es eine viel größere Gefahr am Horizont, die Türken, die Osmanen. 1453 nehmen sie Konstantinopel ein und wälzen sich dann einmal den gesamten Balkan hinauf, quasi unaufhaltsam. Und 1474, also die Zeit der Belagerung von Neuss, dringen türkische Truppen oder osmanische, es sind keine regulären Truppen, sondern Plünderkommandos, möchte man fast sagen, in die Steiermark ein. Also das heutige Österreich, da sind Türken. Und das setzt natürlich das Reich in Aufruhr, vor allen Dingen aber den Herrn der Steiermark, nämlich Kaiser Friedrich III., das ist Teil seiner Erblande. Und so gibt es 1474 in Augsburg einen Reichstag, der sich genau mit dieser Türkenabwehr beschäftigen soll. Es gibt auch schon vorher, eines der ersten Druckwerke von Gutenberg war der Türkenbrief, im Prinzip politische Propaganda, in der vor den Türken gewarnt wird. Also direkt nach der Bibel, zack, noch ein bisschen Propagandaflugschrift. Die Erfindung hat nicht lange gebraucht, bis sie politisch benutzt wurde. Der Kaiser fordert den Kurfürsten von Brandenburg, Albrecht Achilles, auf, etwas zu unternehmen, nämlich eine Denkschrift zu verfassen über ein stehendes Reichsheer. Ich weiß, es ist schon wieder so, ich sage immer, das Mittelalter kennt im Prinzip keine stehenden Heere und schon reden wir wieder über ein stehendes Heer. Aber da merkt man eben auch die Veränderung der Lage, denn die Türken zum Beispiel, die haben ein stehendes Heer, die haben die Janitscharen, bestehend aus Unfreien, aus Christen, die ausgebildet wurden und die wirklich dem Sultan treu ergeben sind und eine Infanterieelite darstellen. Und Albrecht Achilles ist eine ganz spannende Figur. Erstmal hat er fränkische Besitzungen, ist aus dem Haus Hohenzollern, hat eben den fränkischen Teil der Hohenzollern unter sich und erbt dann durch Verzicht noch die
die Mark Brandenburg, das Kurfürstentum Brandenburg wird selber Kurfürst, deswegen hier dieser Mantel mit dem Hermelinkragen, das steht ihm als Kurfürst zu. Und da erinnert man sich schon wieder ein bisschen an Karl dem Kühnen, hier in seiner goldenen Rüstung abgebildet. Auf der Karolsburg gibt es sogar ein Replikat dieser Rüstung hier von Markus Siefert hergestellt. Leider ein bisschen unter diesem furchtbar billigen Umhang, der ist auch noch halb verdeckt, aber solche goldenen Rüstungen waren tatsächlich ein Ding, gar keine Frage. Auch ein ganz spannender Mensch. Also den Na Beinamen Achilles bekommt er von Aeneas Piccolomini. Den Mittelnamen fällt mir jetzt nicht ein. Himmel. Ennio Silvio Piccolomini. Später Papst Pius II. Das ist auch eine ganz spannende Figur, die lange in Diensten des Kaisers agiert, als Unterhändler, als Diplomat. Dann eben Papst wird und ein großer Bewunderer der humanistischen Autoren, auf der einen Seite eben sehr humanistisch geprägt, auf der anderen Seite aber ein großer Verfechter der päpstlichen Macht. Und dieser Aeneas Piccolomini nennt eben Albrecht von Brandenburg einen modernen Achilles, sagt es eben, er ist einer der großen Helden seiner Zeit. Und diesen Ruf hat er auch. Auch der ist eine ganz vielschichtige Figur. Auf der einen Seite, es gibt Briefe von ihm an seine Frau. Den habe ich letztens ein Buch vorgestellt, in dem die drinne sind. Die sind sehr, sehr derb. Also die Sprache, die er so im Alltag zu seiner Frau benutzt, hui, das hat wenig Noblesse. Auf der anderen Seite ist aber auch er ein moderner Mensch, der Bildung unterstützt, der unfassbare Menge an Ratgebern sich hält. Er hält sich 360 Ratgeber insgesamt, von denen ein guter Teil studiert ist und interessanterweise die wenigsten, also die zumindest die Minderheit Adligen. Ein ganz großer Teil kommt aus dem städtischen Umfeld. Er ist also sehr daran interessiert, sich Fachleute für viele Dinge zu holen. Er macht auch Bauvorhaben und so, ist also wirklich eine vielschichtige Bildfigur. Und Friedrich III. Gibt ihm jetzt den Auftrag, eine Denkschrift zu verfassen. Klingt furchtbar modern, aber es ist eine Denkschrift. Über dieses Reichsheer, und dieses Reichsheer soll 130.000 Mann umfassen. Dazu kommt es nicht. Aber dass im Prinzip gerade das Reich in Augsburg tagt und sich mit Kriegsvorbereitungen trägt und auch Ideen schmiedet für ein großes Reichsheer, das kann Karl der Kühne eigentlich nicht wissen, als er Neuss anfängt zu belagern. Aber wie soll man sagen, dumm gelaufen. Am 27. August in Augsburg während des Reichstags Friedrich III., der sonst eher dafür bekannt ist, sehr langsam zu reagieren, reagiert hier sehr schnell und verschickt an die Städte und auch an die Adligen den Aufruf zu den Waffen. Frankfurt soll 300 Mann zu Fuß und 100 Mann zu Pferde stellen, und zwar bis zum 21. September in Koblenz. Ich habe da ein paar Quellen dazu. Gedacht, wenn wir schon haben, dann nehmen wir die Quellen. Deshalb verlangen wir von euch mit großem Nachdruck, ihr sollt einen Zug mit Reisigen so stark wie möglich aufbringen und nach Köln schicken, damit die dort so lange umso besser standhalten, bis wir ihnen mit unserer und des Reiches Kurfürsten und Untertanen Hilfe zur Rettung beistehen können. Der Frankfurter Rat schreibt daraufhin, es gibt zu der Zeit in Speyer gerade den Städtetag, also auch die Städte haben so ihre, statt einem Reichstag einen Städtetag, auf dem sie sich beraten, und direkt an die Delegation wird geschrieben: Item, wenn in Speyer die Rede darauf kommt, dass die kaiserliche Majestät einen Reisigentrupp nach Köln schicken, schriftlich befohlen hat und auf den Anschlag, der gegen den Herzog von Burgund geplant ist, ist der Frankfurter Rat übereingekommen, dass befürchtet wird, es wäre verschwendetes Geld, jetzt einen Reisigentzug nach Köln zu schicken, nachdem sie selbst, also die Kölner, viel Volk aufgeboten haben. Wenn man aber einen gemeinsamen Widerstand vornehme, der auch eine Wirkung entfalten soll, dann, dass es dann gut sei, Unterstützung zu leisten und sich zu diesem Zweck zusammenzutun. Also die Frankfurter sagen, nee, jetzt schicken wir nichts, weil das ist unsinnig und kostet nur Geld.
Das ist die Reaktion, die ganz viele Städte erstmal zeigen. Sie sind furchtbar unwillig, das zu tun. Und eins der Argumente ist auch, ja, der Kaiser ist ja selbst noch in Augsburg, was soll's? Also die Städte zögern sehr. Gleichzeitig geht aber die Angst um. Es gibt einen Erfurter Chronist, der glaubt zu wissen, nun war er, also Karl der Kühne, so hochmütig, dass er meinte, er müsse nicht abziehen von der Stadt Neuss, ohne sie gewonnen zu haben. Und wenn er sie gewänne, so wolle er von Frankfurt ziehen und da lege er 4 Wochen, bis sie ihn einließen, bis er sie gewänne und sich zum römischen König krönen lasse. Also, die Angst ist da. Es gibt dann sogar, was ist das nicht auch hier? Genau, hätte er erst Neuss genommen, so wäre das Feuer größer geworden. So hätte er auch Köln gewonnen, danach den Rheinstrom, Koblenz, Mainz, Frankfurt, da liegt die Goldene Bulle und alle Ordnung des Heiligen Römischen Reiches und der Christenheit, Frankfurt, und danach Fürstentum, Land und Leute, dann kann niemand mehr das Feuer löschen. Also die Angst war da, das lesen wir hier, aber erstmal halblang, ganz locker. Wenn der Kaiser das will, klar, auch wenn ein großer Zug zustande kommt, machen wir mit, aber jetzt im Moment. Friedrich III. Fordert mehrfach die Umsetzung seines Befehls und appelliert irgendwann auch mit einem ganz neuen Appell an die Leute. Er benutzt den Begriff deutscher Nation. Er erklärt im Prinzip diesen Krieg gegen Karl den Kühnen zu einem nationalen Krieg, zu einem Reichskrieg. Und das Reichsaufgebot ist geboren. Begriffe wie Reichsheer, Reichsaufgebot werden verwendet. Also er versucht den Zusammenhang zu schüren. Aber wie lange das Ganze dauert, wie gesagt, im August sind die Briefe gesandt worden. Erst am November trifft Friedrich III. In Frankfurt ein. Man wollte ihn auch erstmal aus Augsburg gar nicht loslassen, denn er hatte noch Schulden. Die Kölner Delegation musste ihn erstmal freikaufen, damit er überhaupt Augsburg verlassen konnte. Der Kaiser darf die Stadt nicht verlassen, weil er Schulden hat. Also auch da wieder ein völlig anderes Bild von Kaiserwürde. Er trifft auf jeden Fall in Frankfurt ein und bezieht auf Sachsenhäuser Seite, also das gegenüberliegende Mainufer, das Deutschordenshaus. Um Frankfurt herum lagern bereits Truppen der Reichsstädte Ulm, Kempten, Memmingen, Schwäbisch Gmünd und Reutlingen, also all das, was unten in der Nähe von Augsburg zu finden ist. Die Truppen des Erzbischofs von Trier, des Markgrafen von Brandenburg, eben dieser Albrecht Aeschylus und Eichstätt und der Bischöfe von Würzburg und Bamberg treffen dann auch noch ein. Also bildet sich schon vor Frankfurt ein kleineres Heer. Und um die Zeit wird auch Frankfurt endlich aktiv, nach mehreren Monaten Zögern. Im Oktober wird ein erstes Kontingent nach Koblenz unter dem Bürgermeister Johann von Clauburg geschickt. Das ist kein sehr großes, das müsste so rechnerisch um 100 Mann bewegt haben. Es zieht auch ein Beauftragter der Stadt nach Köln. Das ist Walter von Schwarzenberg, der Jüngere. Das ist ganz lustig, denn die Familie Schwarzenberg stelle ich mit einigen anderen Darstellern im Living History dar. Der bleibt den ganzen Kriegszug als Beobachter in Köln, damit eine schnelle Verbindung besteht. Aber dieses erste Kontingent marschiert jetzt erstmal Richtung Koblenz. Das sind in erster Linie angeworbene Söldner. Das sind fast keine Frankfurter dabei. Gibt sehr große Probleme mit der Disziplin. Offenbar wegen der schlechten Bezahlung der Söldner. Dieser Bürgermeister Johann von Clauburg schreibt immer wieder in die Stadt, dass es Probleme gäbe. Das sollten er sich anderswo anwerben lassen. Und zum Beispiel schreibt er später im Kampf um Linz, da komme ich gleich zu, dass die sich weigern würden, die Rüstung der Gefallenen aufzuheben. Ich nehme an, es geht mit der Rüstung der eigenen Gefallenen, denn diese Söldner sind mit der Rüstung der Frankfurter ausgestattet worden. Und auch da gibt es einen Brief aus dem Feld, in dem dieser Johann von Clauburg schreibt: Schickt neue Rüstung, das, was ihr uns mitgegeben habt, ist nichts wert. Ja, schicken Sie neue Rüstung. Offenbar kein Problem. Offenbar kann man auf dem freien Markt genug Rüstung einfach kaufen, um das Ganze zu machen. Und vor Koblenz kriegen Sie dann zum Teil neue Ausstattung. Aber diese Bezahlungsfrage wird noch länger ein Problem werden. Ende 1474, also zu der Zeit, als der Kaiser in Frankfurt weilt und Druck macht, marschiert dann endgültig ein weiteres Kontingent. Wir lesen von 26 Reisigen. 107, also Reisige ist ein komplexes Wort, das wird oft als Reisende bezeichnet, bezeichnet aber eigentlich fast immer Reiter. Also ein Reisiger ist ein nicht ritterlicher Reiter.
167 Fußknechte, 4 Köche, 4 Schiffsknechte, 12 Wagen mit 24 Knechten, 51 Wagenpferden, einem Kaplan, einem Wundarzt, einem Metzger, einem Zimmermann, einem Hufschmied. Und dann haben wir hier im Wolfegger Hausbuch einen Kriegszug abgebildet. Der ist ein bisschen früher. Das Wolfegger Hausbuch ist spätestens 1474 entstanden, also im selben Jahr wie unser Zug nach Neuss, aber etwas früher. Es zeigt also sicherlich nicht einen Zug, der zum Neusser, zum Entsatz nach Neuss zieht. Aber er ist von der Größe her ganz spannend. Ich habe mal so ein bisschen durchgezählt. Also wenn man diese Trupps, die ich auch gleich vergrößere, mal durchzählt, sind das immer um die 30 Mann. Das heißt, wir haben hier 6 Kontingente, a 30 Mann, sind wir ungefähr bei 180 Fußknechten. Und wenn man das hier so durchzählt, das sind ein bisschen mehr, das sind etwas mehr als so fast 40 Reiter. Die Wagen, wir haben hier nur 9 Wagen, die Frankfurter 12 Wagen, aber alles in allem ist das tatsächlich gar nicht so weit weg von dem, was wir als Frankfurter Zug nach Neuss haben. Der Eindruck, den kann man sich schon ungefähr übertragen. Scheint auch von der Gegend her zu passen, denn das Wappen, das wir hier sehen, das ist das Hanauer Wappen, also direkt der Nachbarstadt, eben auch der Graf von Hanau, der in Frankfurt dann immer wieder Ärger gemacht hat. Ich habe das irgendwo noch mal im Blick. Ja, da ist es. Da habe ich noch mal die Fußknechte. Sehr spannenderweise im Vergleich zu vielen anderen Bildquellen, wo im Prinzip dieselben Knechte immer wieder gemalt werden, sieht man hier deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Soldaten. Wir sehen Büchsenschützen mit Handbüchsen oder Stangenbüchsen und wir sehen Armbrustschützen, die auch noch verbreitet sind, aber langsam weniger werden. Von daher macht es als Quelle relativ glaubhaft, dass so detailliert verschiedene Figuren dargestellt werden, auch mit so Dingen darauf wie dieser Helm, der eben über die Büchse getragen wird und so dieser Künstler, der Hausbuchmeister, seinen wirklichen Namen wissen wir nicht, der ist schon ein sehr guter Beobachter. Und außer den Schützen haben wir eben noch die Reiter. Das sind auch eher keine ritterlichen Reiter. Es ist hier anzunehmen wegen dem Banner mit dem Buchstabenfolgen A, E, I, O, U, dass es sich um direkte Gefolgsleute des Kaisers handeln, denn das ist ein Kürzel für mehrere Devisen, für Sinnsprüche, die der Kaiser verwendet hat. Aber das sind eben ist genau diese Art von leichten Reitern, die wir vorhin schon bezeichnet haben. Es sind keine schweren Panzerreiter, keine Ritter in voller Rüstung, sondern es ist eher eine bewegliche Truppe, wie sie eben auch die Städte ins Feld ziehen. Für die schwere Reiterei waren dann doch eher die Adligen verantwortlich. Und unter den Wagen muss man eben sehen, wir haben Kriegswagen, haben wir eben ja gesehen. In der Mitte hatten wir diese Transportwagen, hier haben wir eben diese Kriegswagen und wenn man hier mal einen geöffnet, die sind auf einem anderen Bild, da ist eine Kanone drin, eine Drehbasse. Also eine relativ kurze, läufige Kanone, die aber drehbar gelagert ist. Und daraus wurde eben ein Wall um das Lager gebildet. Das ist eine Kriegstaktik. Die haben die Hussiten angefangen, die haben aufs Schlachtfeld ihre Wagen mitgebracht, haben eine Wagenburg wirklich so wie im Wilden Westen errichtet und sich dann auf eine Verteidigungsposition zurückgezogen. Deswegen waren die Hussiten auch tatsächlich welche, die so etwas wie Kriegsflegel sehr gerne verwendet haben, weil sie eben von der Mauer ihre Wagen heruntergekämpft haben. Das ist eben auch typisch für die Kriegsführung im Heiligen Römischen Reich dieser Zeit. Da ist man wirklich voll auf diesen Wagenkrieg. Haben wir das letzte Mal schon mitbekommen, dass da sich kriegstechnisch etliches ändert und gerade die Schweizer viel über den Haufen werfen werden. Also auch diese Wagenkriegsführung findet da schnell ihr Ende, ist aber bis dahin ziemlich erfolgreich gewesen. Und dementsprechend können wir wirklich sagen, wir sehen hier auf diesem Bild schon nahezu das, was wir uns beim Frankfurter Zug nach Neuss vorstellen können. Alles in allem handelt es sich eben um 231 Menschen und 77 Pferde. Die Ausrüstung dieser Leute sehen wir eben auch auf Bildern. Dann haben wir mal hier das Augsburger Aufgebot. Das hatten wir schon mal gezeigt im Stream über die Söldner. Da haben wir im Prinzip das ganze Spektrum. Wir haben... wo ist mein Zeigefinger hin? Weg ist er. Keine Ahnung. Wir haben Vollgerüstete, wir haben
halbharnisch, also die Vollrüstung, das ist das, was die Patrizier tragen würden. Beinzeug haben wir bei den städtischen Verordnungen eigentlich nicht. Das finden wir eben in der Oberschicht. Wir haben halbharnisch, also der Oberkörper ist geschützt. Das ist genau das, was wir in den städtischen Verordnungen haben. Wir haben aber auch leichtere Rüstung. Zum Beispiel am rechten Rand einer, der scheinbar ganz zivil gekleidet ist und ein Messer hat. Dann haben wir welche mit einem Helm. Wir haben verschiedene Arten von Spießen. Interessanterweise wenig Hellebarden oder so etwas. Das kommt in den Quellen bei uns tatsächlich kaum vor. Wir haben sehr, sehr viele Spieße zu der Zeit. In der Riechental-Chronik haben wir ein ähnliches Bild. Das ist jetzt hier Konstanz. Das ist wirklich das, was wir uns in den Verordnungen sehen. Also ganz viele Gerüstete, die eben einen Halbharnisch besitzen, die, da ist mein Zeigefinger wieder, eine Brustplatte haben, die einen Helm haben, die einen Koller, also diesen Ringpanzerkragen haben, die mit Spießen bewaffnet sind. Bei einigen sehen wir Armzeug und Handschuhe, also das sind genau die Dinge, die wir gesehen haben. Und so wie diese Leute hier ausgerüstet sind, ist exakt das, was die Frankfurter Wehrverordnung von ihren Bürgern verlangt. Das ist, man sieht von vorne nicht unbedingt, ob es sich um ein Trabegeschirr, ein Trabharnisch handelt oder um einen vollen Harnisch, denn auch der volle Harnisch ist ja beinzeuglos. Das ist sehr verwirrend, ich weiß. Aber rein optisch ist das genau das, was die Frankfurter auch gezeigt haben. Auch die Mode und solche Dinge passen da sehr gut. In der Schweiz haben wir auch nochmal ein Bild aus einer Schweizer Krone. Da sehen wir jetzt tatsächlich auch wieder vollgerüstete, aber eben auch wieder alle verschiedene Formen. Einer, der kaum gerüstet ist, eine Axt hat. Hier haben wir einen mit einem einfachen Helm. Hier haben wir zwei mit einer gerüsteten Oberkörper und eben zwei vollgerüstete in unserem Sinne. Also das zieht sich einmal durch sämtliche Bildquellen. Und hier haben wir nochmal eine Frankfurter Quelle, die jetzt nochmal solche Reisigen zeigt, wie wir es hatten, hier als fiktive Bekleidung eines Königs. Das ist im Prinzip genau das, was wir eben schon in dem Wagenzugbild gesehen haben. Im April 1475 marschiert sogar noch ein drittes Kontingent ab. Inzwischen das zweite Kontingent hat mittlerweile an der Belagerung von Linz teilgenommen. Linz war eine Stadt südlich von Köln, die von den Burgundern gehalten wurde und erst einmal einen Riegel vorgeschoben hat, dass das Reichsheer gar nicht so einfach an Köln rankam. Die Stadt Linz wird eben belagert, da sind die Frankfurter auch beteiligt. Und als Linz schließlich fällt, ist der Weg frei, dass das Reichsheer sich in Köln vereint. Auf Köln marschiert eben auch das dritte Kontingent zu. Und die machen etwas Spezielles. Die bringen neue Ausrüstung. Aus Köln werden dann 100 Kriegsknechte abgezogen, die denen entgegenziehen, sich mit ihnen treffen. Die werden alles zusammen neu eingekleidet, neu gerüstet, die Rüstungen werden poliert, die Wagen werden neu angestrichen und dann gibt es einen Einzug nach Köln. Sogar der Kaiser wird aus dem Mittagsschlaf geweckt. Für die Kleidung werden ihnen 172 Stück Tuch, das ist jetzt eine Menge, die kann ich gar nicht beziffern, ich weiß gar nicht, wie groß so ein Stück sein soll, aber es wird eben Tuch zur Verfügung gestellt, aus dem die Kleidung genäht wird oder bereits im Vorfeld genäht wurde. Und im Fall von Frankfurt wissen wir genau, wie diese Kleidung aussah. Es waren nämlich rote Schecken. Ich zeige hier mal von einem Living History Projekt. Das sind Frankfurter Schützen, also zumindest die vorderen vier. Ich bin der mit dem orangenen Hut. Das da bin ich, da ist das Frankfurter Banner und wir haben eben gleichförmig rote Schecken, denn die Frankfurter Knechte haben für die Schecken und auch für Gugeln denselben Stoff bekommen. Das sind wir in einem ganz frühen Beispiel von Uniformierung. Das ist tatsächlich etwas ganz, ganz Neues für die Zeit, was aber im Zug nach Neues etliche Städte betreiben, mehr oder minder unabhängig voneinander. Und diese Frankfurter Knechte in diesen neuen Schecken, in polierter Rüstung und Ausrüstung, marschieren eben groß in Köln ein, machen da einen großen Umzug, um Aufsehen zu erregen und den Kaiser zufriedenzustellen. Der ist auch dann tatsächlich zufrieden, nachdem er so viel Ärger hatte, die Stadt dazu zu bringen, Truppen zu schicken, ist er tatsächlich ganz zufrieden. Und am Ende des Krieges wird Frankfurt 566 Mann im Feld haben, plus 36, die sich gegenüber von Neuss auf den Steinen am Rheinufer befinden. Und ihr werdet euch Kanonenpost, Briefe rüberschießen und den Neusser ein bisschen zusetzen.
Hier, das, was man auf diesem Bild sieht, hier wird ein Schützenfest nachgestellt. Hier ist so ein Verschlag, das kennen wir eben von Bildern, dass von einem bestimmten Verschlag ausgeschossen wird, der gerade eben auf eine Scheibe schießt. Das ist eine Veranstaltung, die alle 2 Jahre stattfindet, ist eine interne Living History-Veranstaltung ohne Besucher, aber eben immer so ein Schützenfest. Und im Militärischen, hier haben wir nochmal so ein Frankfurter Schützen. Wir haben es auch ähnlich gemacht, wir haben alle denselben Stoff benutzt, aber unsere Schnitte sind alle anders, weil wir einfach davon ausgegangen sind, wenn die den Stoff bekommen haben, haben sie alle etwas anderes draus gemacht. Und auf diesem Bild sieht man jetzt mich und das ist ein Frankfurter Schütze auf dem Marsch. Also das ist alles, was man braucht für den Zug nach Neuss. Das war auch mal auf einer Veranstaltung ein Experiment. Man sieht gleich nochmal hier den Inhalt. Also ich habe hier, wir haben hier versucht, dafür mussten wir 3 Leute zusammennehmen, deswegen gibt es manchmal auch Alternativen. Was braucht ein Schütze im Feld alles? Also Rüstung, Kleidung, Waffen, deswegen ist hier Schwert oder langes Messer. Aber alles andere ist tatsächlich ausgerüstet. Man braucht auch die Büchsenausrüstung. Dazu braucht man tatsächlich ein bisschen mehr, als man sich das vorstellt. Und all diese Dinge zusammengerollt sind dann eben in dieser Rolle, die die meisten Schützen dann auch auf die Wagen legen konnten. Also die mussten das Zeug tatsächlich nicht unbedingt selbst schleppen. Da waren sie erheblich besser als moderne Soldaten. Aber da war eben so die Idee, mal einen Frankfurter Schützen im Feld zu zeigen. Und was man noch sieht hier, die Sparren auf dem Oberarm, das ist nicht etwa Unteroffiziersrang oder sowas, sondern auch das ist wieder aus einer Frankfurter Quelle, nämlich genau die, die das mit dem Stoff sagt, sagt auch, dass man dann 2 Sparren auf den Armen nähen soll, nämlich einen prunen und einen weißen. Und dazwischen soll so viel Abstand sein, dass im Prinzip ein dritter roter Sparren entstehe. Ich habe hier noch braun, mittlerweile haben wir schwarze Sparren, denn wir haben irgendwann festgestellt, dass braun im Spätmittelalter gar nicht sicher das braun meint, das wir heute meinen. Braun wird oftmals als dunkel bezeichnet. Selbst bei Goethe liest man noch von den schönen braunen Nächten. Also es scheint eher sich um ein Dunkel zu handeln. Und schwarz und weiß und rot ergibt aus Sicht der Städte tatsächlich viel mehr Sinn, weil das sind so die klassischen Farben der Stadtwappen und der Stadtbanner. Und deswegen haben wir uns irgendwann entschieden, dieses Braun als dunkel zu lesen und durch einen schwarzen Sparren zu ersetzen. Aber ich bin natürlich der, der immer noch den Braunen daran hat. Das ist so. Nichts hält so lange wie ein gutes Improvisat. Da haben wir genau eben den Punkt, wie sieht so ein Frankfurter Schütze aus? Sie haben alle diese Schecken und auch die meisten anderen Städten haben rote Schecken, wenn auch mit anderen Zeichen darauf. Es wird dann auch noch ein weiteres Zeichen, nämlich das Georgskreuz, als Zeichen des Reichsaufgebotes getragen. Und dann gibt es auch Berichte von Chronisten, die eben da sagen, dass das Reichsaufgebot ein rotes Heer ist, also in Rot gekleidet. Da haben wir tatsächlich ein ganz, ganz frühes Beispiel dafür, dass wir eine grobe Uniformierung haben. Im Detail natürlich nicht, aber in der großen Masse ist das natürlich deutlich sichtbar. Und auch die Burgunder sind relativ weit in der Uniformierung. Die haben bereits zum einen das Burgunderkreuz, das rote Andreaskreuz. Ich weiß nicht, ob es ein rotes Andreaskreuz ist, ein liegendes Kreuz, aber ich weiß nicht, ob es Burgunderkreuz auch ein Andreaskreuz ist. Ist auch egal. Wir haben auch Bilddevisen, also die Burgunder haben zum Beispiel den Feuerstein und Stahl als Bilddevise ganz verbreitet. Also wir haben auf beiden Seiten schon eine frühe Uniformierung. In Köln steht das Heer eine ganze Zeit, was natürlich wieder zu Unruhen führt. Es gibt Handgreiflichkeiten, die Disziplin ist schwierig, aber man muss sich auch vorstellen, am Ende hat das Reichsheer nach halbwegs verlässlichen Zahlen etwa 40.000 Mann und Köln war zu der Zeit eine Stadt von etwa 70.000 Mann. Also wir haben einen enormen Anteil der Gesamtbevölkerung nochmal als Soldaten dazu, Soldaten, die warten müssen, die nichts zu tun haben. Also man kann sich vorstellen, dass es da durchaus brodelt und es dauert noch eine ganze Weile, bis das Heer sich endlich in Bewegung setzt. Im Juni ist es aber erst so weit, dass das langsam Köln verlässt. Es dauert fast einen Tag, bis dieser Heerwurm die Stadt verlassen hat. Und das Frankfurter Kontingent zieht erstmal nach Zons. Zons ist eine ehemalige Zollfestung auf der anderen, nein, auf derselben Rheinseite wie Köln, etwa auf halbem Weg nach Neuss. Also Zons ist schon eine sehr, sehr gute Basis. Da gibt es auch heute so Ritterspiele, die an die Belagerung von Neuss erinnern sollen. Da gibt es einen Sturm auf Zons, der allerdings völlig fiktiv ist. Den gab es nie. Da haben sich nur ein paar Burgunder hin verirrt und haben erfolglos versucht, über die Mauer zu klettern. Bei Zons erleiden die Frankfurter ihre schwersten Verluste.
allerdings nicht durch Feindbeschuss, sondern durch Friendly Fire, denn die Westfalen fangen betrunken einen Streit mit den Straßburgern an. Die Frankfurter eilen den Straßburgern zu Hilfe, die Westfalen setzen angeblich am Ende Kanonen ein innerhalb des eigenen Lagers und am Ende sind 25 Frankfurter verletzt und 2 tot. Bei den Westfalen gibt es 25 oder sogar 35, ich glaube aber auch wieder 25. Tote bei den Westfalen, also die haben herbe Verluste. Es zeigt eben auch da wieder die Stimmung im Heer. Das ist tatsächlich ein ziemlicher Hexenkessel. Auch der Anführer der Frankfurter Johann von Klauberg schreibt das immer wieder zurück über die Schwierigkeiten. Das Ende des Krieges hatten wir im letzten Film ja schon. Das Reichsheer taucht vor Neuss auf. Die Burgunder liefern sich noch ein kleineres Gefecht mit ihnen. Lassen es dann aber mehr oder weniger gut sein und ziehen nach längerer Verhandlung und vor allen Dingen Verzögerung dann endlich ab. Den Städten geht es vor allen Dingen um zwei Dinge, nämlich erstens, dass ihre Söldner sich nicht irgendwo anders anheuern lassen für andere Dinge. Selbst Linz hätten sie schon gerne verhindert, dass ihre Truppen dahin ziehen. Eigentlich haben sie gesagt, zieht nur nach Neuss. Vor allen Dingen aber wollen sie dann auch, dass relativ schnell der Kriegszustand beendet wird und relativ schnell die Truppen heimkehren. Der Kaiser versucht das zu verhindern, der will gerne seine Truppen noch in Stellung halten, falls der Burgunder noch irgendwelchen Mist macht. Man findet im Prinzip einen Kompromiss, dass nach einem knappen Monat das Heer nach und nach wieder aufgelöst wird und auch dann relativ schnell versickert. Unter den Bürgern hat Frankfurt sehr wenig Verluste. Auch bei den Verlusten durch die Westfalen steht im Brief an Frankfurt, dass keine Einheimischen verwundet gewesen sind, sondern tatsächlich sind das Auswärtige. Auch überhaupt so viele auswärtige Söldner anzuwerben, das klingt erstmal komisch, wenn man selber Truppen in der Stadt hat, aber zum einen, man hat eben die Angst, dass Karl bald vor Frankfurt steht, also hält man Truppen zurück. Wir haben aber zu einer späteren Aufgebot tatsächlich wortwörtlich den Text, dass man Söldner anwerben solle, um der Witwen und armen Kinder wegen. Also lieber Fremde umkommen lassen als die eigenen Leute. Denn man darf bei den städtischen Aufgeboten nicht vergessen, das ist die Bürgerschaft. Das sind die produktiven Mitglieder der Gesellschaft. Und ich hatte ja schon erzählt, dass Frankfurt sich hat auf die Nase geben lassen im Kampf gegen die Kronberger. In dieser Schlacht bei Eschborn, in der sie den Kronbergern und den verbündeten Pfälzern unterliegen und gehen großer Teil des Frankfurter Truppen in Gefangenschaft und die Feinde suchen sich die Bäcker raus und behalten sie. Die entziehen Frankfurt ihrer Bäcker, was dann in Frankfurt tatsächlich zu großen wirtschaftlichen Problemen führt. Also was man da ins Feld stellt, sind nicht Leute, auf die man verzichten kann, im Gegensatz zu Söldnern. Deswegen ist gerade unter diesen Truppen, die nach Neuss geschickt wurden, eine relativ große Zahl Söldner. Es wird sogar ein Frankfurter Ratsherr in den Mainzer Raum geschickt, um sich dort umzusehen, ob er dort Söldner finden kann. Ja, insgesamt hat Frankfurt eben am Ende des Krieges 566 Mann im Feld, plus die 36 auf den Steinen. Das ist mehr als ein Drittel ihrer gesamten wehrfähigen Truppen. Das ist schon eine ganz ordentliche Zahl, die sie da hinstellen. Und vor allen Dingen machen sie das, weil sie eben der Kaiser immer wieder gedroht hat, um den Kaiser zufriedenzustellen. Dann allerdings auch irgendwann, als sie gemerkt haben, es war ihnen schon klar, wenn sie dann erst einmal Truppen schicken, dann gehen sie gleich in die Vollen und lassen sich dabei auch noch möglichst gut aussehen. Also es ist nicht so, dass sie grundsätzlich geizig gewesen wären, aber sie hätten es halt, wollten halt keine Söldner bezahlen über den Herbst des Jahres 1474, in dem eigentlich gar nichts groß passiert ist, jedenfalls aus Sicht von einem Nicht-Neusser. Die Neusser haben da sicherlich eine sehr andere Sicht drauf. Und da haben sie sich einfach so viel Geld wie möglich gespart. Dann, als es richtig losging, haben sie aber wirklich in die Vollen gegriffen und Truppen geschickt. Das Ganze markiert im Prinzip aber auch das Ende der städtischen Macht. Wir haben in Süddeutschland, wir haben in Deutschland insgesamt Städtebünde. Der bekannteste davon ist natürlich in Norddeutschland die Hanse. Aber auch in Süddeutschland gibt es eben Städtebünde, die gemeinsam agieren, die auch durchaus die Territorialadligen, die Fürsten und Herzöge herausfordern können. Sie haben eben mächtige Städte, die einem Angriff widerstehen können. Und gerade in Bezug auf die Frankfurter Festung, der Gesandte Walter von Schwarzenburg, der Jüngere, kommt dann eben irgendwann nach Neuss und schreibt zurück, dass er sehr überrascht ist, dass diese Stadt gar nicht so wehrfähig ist, wie er gedacht hätte. Und er meint, dass Frankfurt viel wehrfähiger sein, viel länger hätte
standhalten können. Also man hat da schon zu der Zeit, wir haben jetzt eben mehrere Beispiele gesehen, Belagerungen, der Vorteil lag immer noch auf der Seite der Belagerer. Und das ist natürlich ein etwas, womit die Städte rechnen können. Wir haben immer noch unsere Festungsanlage Stadt, da müssen die Adligen erst einmal rankommen. Das ändert sich in den nächsten knapp 50 Jahren sehr deutlich. Die Artillerie macht große, große Fortschritte in verschiedenen Gebieten. Aber selbst 1552, wie wir vorhin gesehen haben, kann Frankfurt nach einer Belagerung standhalten. Allerdings hauptsächlich, weil kaiserliche Truppen in der Stadt liegen. Das ist ganz schwierig. Das ist bereits eine konfessionelle Auseinandersetzung. Und Frankfurt als protestantische Stadt bleibt auf Seiten des katholischen Reichs, weil es Krönungsstadt ist. Sie wollen den Krönungsstatus nicht verlieren und schaffen es tatsächlich am Ende dieses Konfliktes sowohl protestantisch zu bleiben als auch Kaiserkrönungsstadt zu sein. Das ist schon relativ schräg. Aber ohne eben diese katholischen kaiserlichen Truppen hätten sie vermutlich nicht standhalten können. Die sind mit Artillerie noch zusätzlich in die Stadt gezogen und haben die Stadt verstärkt und es wurden noch eiligst Modernisierungen an den Befestigungsanlagen gemacht. Zum Beispiel wurden die Dachstühle der Wehrtürme entfernt, um Artillerie Feuer nicht zu behindern. Also eigenes Artilleriefeuer, das feindliche hätten sie schon gerne behindern dürfen. Aber wir sehen, wir sind am Ende der Stadt als Machtmittel. Auch die Kosten so einer Sache sind durchaus enorm. Das sind teilweise Dinge, die eine Stadt schwer belasten, vor allem wenn man verliert. Bei der Schlacht von Eschborn an den Lösegeldern zahlt Frankfurt 70 Jahre lang ab. Sie rächen sich ein bisschen dadurch, dass sie ihre Feinde in die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit verbannen. Man kann eigentlich sagen, man ruiniert den Feind. Noch ein kurzer Exkurs zur Büchse. Frankfurt hat noch eine Besonderheit, denn Frankfurt hat die Bürgerbüchse. Das hier ist jetzt oben, ist nicht die Frankfurter Bürgerbüchse, sondern ein Fund aus der kurischen Näherung im heutigen Polen. Der liegt heute im Museum in Warschau. Wir haben Berichte und Beschreibungen dieser Bürgerbüchse. Die wurde in Nürnberg in Auftrag gegeben und Frankfurt hat 300 davon abgenommen, die dann erst in einem Zeughaus gelagert wurden. Später mussten die Bürger sie erwerben und im eigenen Haus lagern. Wir haben uns auf die Suche gemacht nach einem von der Konstruktion her einen Verwandten der Tannenbergbüchse auf der Burg Tannenberg, die übrigens von Frankfurter Kanonen sturmreif geschossen wurde um 1300. Wurden zwei Büchsen, eine Büchse, ein Büchsenfragment gefunden, die gelten heute als die ältesten Handbüchsen im deutschsprachigen Raum. Und wir wollten einen relativ nahen Verwandten. Und das war eben diese Büchse aus der kurischen Näherung, hat sich angeboten. Die ist von der Konstruktion her sehr ähnlich. Und unten sieht man jetzt eben eine Nachbildung. Die hat ein Büchsenmeister, ein Handwerker für mich hergestellt. Auch diese Lunker, die man da sieht, sind nicht vom Guss, die sind nicht echt. Die hat zwar das Original, das gegossen ist. Bei mir ist es allerdings Vollmaterial und die Lunker sind reingebohrt. Aber das ist eben das, was wir momentan als Modell für diese Bürgerbüchse nehmen. Und was man auf dem Bild vorhin auch gesehen hat, wir haben eine ganze Menge davon. Es gibt, glaube ich, 12 oder 13 davon und etwa die Hälfte befindet sich im Besitz unseres Frankfurter Aufgebots. Das sind zum Beispiel zwei nebeneinander. Diese Büchsen haben auch dasselbe Kaliber. Die sind durchaus standardisiert und eine standardisierte Schusswaffe in einer Stadt ist fürs 15. Jahrhundert sensationell. Da gibt es nichts Vergleichbares, wovon ich wüsste. Im Gegenteil, sonst sind gerade solche Büchsen ein wildes Konglomerat aus unterschiedlichsten Kalibern, die wild durcheinander geworfen werden. Frankfurt eben hat diese Bürgerbüchse als Besonderheit, macht es natürlich sehr einfach, denn auch wenn das Kaliber gleich ist, sind die Kugeln gleich, die Pulverladungen sind gleich, all diese Dinge, die wir vorhin auf der Decke gesehen haben, kann ich halbwegs standardisiert verwenden. Das ist natürlich ein enormer Vorteil. Diese Büchse ist ungefähr von 1420 bis 1480, ich glaube 1488 zuletzt, im Einsatz. 68 Jahre klingt jetzt erstmal sehr viel. Aber wenn man sich anguckt, wie lange noch Gewehre aus dem Ersten Weltkrieg in Verwendung waren und tatsächlich noch sind, die sind zumindest bei Wachbataillonen heute noch zu finden. 60, 70 Jahre als Zyklus für eine Militärwaffe ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich. Frankfurt ist in der Folge noch an ein paar weiteren Kriegszügen beteiligt. Ich habe schon gesagt, in 60 Jahren 180
Fäden, aber auch die Kriegszüge, werden jetzt 1475 den Zug nach Neuss, 1482 gegen Matthias Corvinius, werden 30 Wochen lang 67 Reisige und 66 Fußknechte ins Feld geschickt. 1487 und 88 der burgundische Erbfolgekrieg, 23 Reisige und 113 Fußknechte und nochmal extra 14 Reisige und 120 Fußknechte nach Brügge, als die Brügge Bürgerschaft den Sohn des Kaisers Maximilian I. gefangen setzen. 1489, 30 Fußknechte ausdrücklich als eilende Hilfe in die Niederlande, also wirklich so ein schneller Eingreiftruf, der geschickt wird. Und im Reichskrieg gegen die Schweiz 1499 nochmal insgesamt 70 Knechte. Das sind jetzt ein paar Zahlen, aber man sieht auch da, dass da ganz schön Bedarf bestanden hat. Und selbst wenn wir davon Söldnern ausgehen, wobei es ist schwierig zu sagen, denn diese städtischen Bürger, die ins Feld ziehen, werden bezahlt. Nicht ganz so gut wie die Söldner, die wirklich herausragend gut bezahlt werden. Ein Söldner derzeit verdient so im Standard 4 Gulden im Monat. Das ist locker das, was ein Handwerksmeister verdient. Und je höher es wird, also so die Heckenritter, die wir vorhin hatten, verdienen das 10-fache. Die verdienen 40 Gulden im Monat. Das ist richtig, richtig viel Geld. Ein städtischer Bürger, der in den Krieg zieht, verdient nicht ganz viel, wird aber auch relativ gut entschädigt. Und es ist auch tatsächlich gar nicht so, Söldner zu werden, ist gar nichts irgendwie, was dem Ruf schadet. Also wir haben das in süddeutschen Städten häufiger, dass junge Leute sich als Söldner verdingen und wenn sie zurückkommen, sind sie sogar relativ begehrt, denn sie haben die Welt gesehen und die werden auch gerne als Ratsboten eingesetzt und einige von ihnen werden später durchaus erfolgreiche Ratsherren und steigen in die Stadtverwaltung auf, weil sie eben schon Dinge von der Welt gesehen haben. Heute ist es irgendwie hat das Ganze einen anderen Beigeschmack, damals nicht ganz so. Und diese Züge werden auch immer von Ratsmitgliedern begleitet, oft Patrizier. Da haben wir wirklich Leute, die so oft auftauchen, zum Beispiel den Herrn von Schwarzenberg, der so oft auftaucht, dass man wirklich sagen muss, der Mann ist ein erfahrener Krieger. Der hat an etlichen Kriegen teilgenommen. Der weiß, wie, der kann Rüstung tragen und alles. Ich glaube, dass die meisten Ritter des Frankfurter Umlandes weniger Kriegserfahrung in ihrem Leben gesammelt haben als dieser Ratsherr. Ja, das war jetzt das Gegenstück im Prinzip. Wie sah die Neusser Fehde von Seiten der Städte aus? Wir haben hier natürlich eine Bedrohungslage für die Städte. Sie wägen ab zwischen der Bedrohungslage und den Kosten dafür. Ich lese gerade, ich habe bei Tannenberg natürlich, was falsch gesagt, um 1400 wurde Tannenberg beschossen. Ganz klar, nicht um 1300. Sie müssen abwägen zwischen der Bedrohungslage, die sie durchaus ernst genommen haben, und den Kosten dafür, die sie versuchen niedrig zu halten. Also da wird ordentlich geschachert, entscheiden sich aber tatsächlich dazu, ein sehr schlagkräftig und gut ausgebildetes Heer ins Feld zu stellen, was aber wie gesagt ein bisschen das Ende der städtischen Macht darstellt, denn später mit den Gewalthaufen, was wir eben in den Schweizern schon in der letzten Sendung hatten, und der bedeutenden Artillerie werden die Städte einfach immer mehr zurückgedrängt. Frankfurt kann sich nicht durchsetzen gegen die beiden großen Adligen drumherum. Sie müssen Anfang des 16. Jahrhunderts sogar einen Kompromiss schließen, bei der sie von den 14 Dörfern des Frankfurter Berges, das ist so die Gegend im Nordosten der Stadt, von diesen 14 Dörfern müssen sie 11 abgeben und dürfen nur 3 behalten. Diese 11 abgegebenen Dörfer fallen dann unter den Grafen von Hanau. Und tatsächlich kann man dieses Einkesseln der Stadt durch ihre Umgebung heute noch beobachten. Also das Frankfurter Umland ist immer noch danach gegliedert und ist immer noch ein Grund dafür, warum eine Stadt, die eigentlich historisch und auch wirtschaftlich so eine große Bedeutung hat, relativ klein geblieben ist. Frankfurt hat 700.000 Einwohner. Ist nur bei Tag, wenn die Pendler kommen, eine Millionenstadt. Das liegt wirklich daran, dass das Umland sich bis heute behaupten kann durch alte Besitzverhältnisse und ähnliches, wo andere Städte relativ einfach ihre Umgebung eingemeinden konnten, weil sie sowieso schon die Herrschaft über diese Gebiete hatten. Kann Frankfurt das eben nicht. Dazu kommt dann auch noch, dass Frankfurt eben den Fehler macht, 1866 die Preußen zu schlagen im Feld in einem kleinen Scharmützel und mit übelsten Reparationszahlungen belegt wird, also sich fast ruinieren muss und die Preußen dann auch einfach keine Lust haben, diese Stadt groß wachsen zu lassen. Frankfurt bleibt tatsächlich relativ klein und dafür wird der Keim schon im Spätmittelalter gelegt. Und wie die meisten auch anderen freien Reichsstädte, nehmen wir Nürnberg oder ähnliche, haben sie keine wirkliche Bedeutung mehr. Also sie kriegen dann später
industrialisieren nochmal als Börsenstandorte und so etwas Bedeutung. Aber wenn wir in Barock gucken, in die frühe Neuzeit, haben die Städte tatsächlich nur dann eine große Bedeutung, wenn sie auch irgendwie Sitz eines Adligen sind, eine Residenzstadt. Die Städte wachsen und gedeihen. Eine Stadt wie Frankfurt, eine mittelalterliche Stadt im Kern, ist keine Residenzstadt, da ändert sich nicht viel. Also bis zum Zweiten Weltkrieg hat Frankfurt eine wirklich durch und durch mittelalterlichen Stadtkern, der ist leider dann durch Bomben zerstört wird. Aber das ist ein Schicksal, das ganz viele ehemals mächtige Reichsstädte teilen. Ja, man möchte gerade sagen, die großen Protagonisten des 15. Jahrhunderts schaffen es nicht in die Moderne, sich zu retten oder in nur ganz wenigen Fällen. Die Städte, die dann groß werden, sind eben teilweise neue Städte, die als Residenzstädte fungieren, sei es Karlsruhe, Stuttgart, München. Eine Stadt, die den Sprung schafft, wäre zum Beispiel Wien, ganz deutlich. Ja, oder Berlin ist so eine Residenzstadt. Im Mittelalter, also wenn im 15. Jahrhundert der Mensch nach Berlin gefragt wird, dann sagt er wie Neukölln. Also Altköln, Neukölln. Aber Berlin ist tatsächlich noch keine sehr, sehr wichtige Stadt. Das ändert sich eben dann mit den Residenzstädten. Da wird viel verändert. Ja, das war die Stadt im Krieg. Ich hoffe, es war spannend und eine gute Ergänzung zur letzten Woche. Ist auch schön, endlich mal wieder einen Stream auf direkt gehabt zu haben. Ich hatte ja zwischendrin ein paar kleine technische Probleme, die sind jetzt hoffentlich ausgestanden und wir können wieder in den wöchentlichen Rhythmus zurückkehren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. War mir ein großes Vergnügen. Wenn euch das Video gefallen hat, liked das Video. Wenn euch der Kanal gefällt, liked den Kanal. Wer uns unterstützen will, kann auf den Link gehen und uns über Patreon unterstützen. Das ist immer, bin ich immer furchtbar dankbar. Ihr könnt noch mit mir diskutieren. Ihr könnt mich sowohl auf Geschichtsfenster als auch Kaptorga anschreiben. Auch in den Kommentaren. Ich versuche so viele Kommentare wie möglich zu beantworten. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch immer noch, dass ihr gesund bleibt, auch wenn wir diese leidige Pandemie so langsam Licht am Ende des Tunnels sehen. Und ich hoffe, dass es kein einfahrender Zug ist. Bis zum nächsten Mal und ja, wie gesagt, bleibt gesund.